Ja, liebe Zuschauer, wenn ich noch ganz kurz um einen Moment Aufmerksamkeit von Ihnen bitten durfte. Es ist hier immer wieder eine Diskussion in Pforzheim, was die Hallensituation aufklärt. Sie haben gesehen, wir machen hier von der TGS eine kleine Umfrage und ich freue mich hier doch einen ganz kompetenten Menschen bei mir zu haben, der ein paar Sätze zu der Hallensituation in Pforzheim sagen kann, und ich möchte unseren Vorstand Wolfgang Pafel bitte zu bitten, zu mir zu kommen. Danke. Ja, Anton, vielen Dank, dass du kurz das Wort übergeben hast. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir im Eingangsbereich eine Umfrage machen, wie, sagen wir, das Handballpublikum die Regularien sieht oder die Kriterien, die ausschlaggebend sein sollen für die neue Großsporthalle in Pforzheim. Und mittlerweile da in Pforzheim ja nichts, was im Gemeinderat diskutiert wird, geheim ist. Es ist wenige Stunden später bei der Presse. Ist uns mittlerweile auch bekannt, wie die Kriterien sind, und die sind ganz klar gegen die TGS. Das heißt, es wird passieren, dass ein unterklassiger Verein, so wie es heute Stand ist, in die Hinterhalle gehen wird. Auch der Verein, der mehr Zuschauer hat, wird nicht in der Hinterhalle sein. Und für die TGS ist das ein Schlag ins Gesicht. Ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe, was hier die Stadt Pforzheim macht, um irgendwie Verdienste aus der Vergangenheit, sagen wir mal, zu würdigen und dann den Geschenk zu machen. Und deshalb wollen wir eigentlich einen Schnitt aus der Bevölkerung haben, wie die Leute das sehen. Ich kann mir das vorstellen. Ein Pforzheim ist halt einfach so, dass mehrere Vereine da sind, die um die Gunst der Zuschauer und um das Handballpublikum kämpfen. Und der Normalfall ist einfach das, die höchstklassige Mannschaft mit dem größten öffentlichen Interesse sollte sich im Pforzheim doch präsentieren dürfen. Und deshalb bitte ich auch jeden, der hier in der Halle ist, dass er seine Meinung, die soll jetzt nicht fürlegen, es sei einfach, wie er an sich solche Kriterien entscheiden würde, wenn es um so eine Großsporthalle geht, die 2000 Zuschauer aufnehmen kann. Sie wurde gebaut für Leistungssport, für in die Richtung zweite Bundesliga, das war das Ziel, und nicht für eine breite Jugendarbeit. Und deshalb muss man einfach hier sehen, dass wir da einfach drum kämpfen. Wir werden mit allem drum kämpfen, dass wir in dieser Halle zumindest unsere Spiele von der ersten Mannschaft machen dürfen. Ob ich jetzt hier trainiere oder noch Großsporthalle, das ist uns dann, wie gesagt, egal. Aber wir wollen praktisch in dieser Halle praktisch uns präsentieren für Pforzheim und den Weg weitermachen, damit hier in Pforzheim wirklich zumindest mal halbprofessioneller Handball gespielt wird. Wir haben seit 10 Jahren den Weg nach oben gemacht und der soll noch nicht zu Ende sein. Und ich bitte auch alle, die hier, sagen wir mal, das auszusehen, dass sie mit uns kämpfen und unsere Meinung vertreten, dass wir uns dort präsentieren dürfen. Vielen Dank.